Und jetzt wird der Bundestagsvizepräsident Johannes Inghammer den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Da wird es um die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien gehen. Das Golfkönigreich steht ja wegen Menschenrechtsverletzungen immer wieder in der Kritik. Aktuell sorgt der Fall des islamkritischen Bloggers Badawi international für Empörung. Weil er auf seinem Internetportal den Islam beleidigt haben soll, verurteilte ihn ein Gericht zu 10 Jahren Haft und 1000 Stockschlägen. Die ersten 50 bekam er vor 3 Wochen. Derzeit soll die Strafe angeblich ausgesetzt sein. Die Linken und die Grünen haben hier Anträge vorgelegt und die sofortige Freilassung des saudischen Bloggers gefordert. Und diesen Antrag wird jetzt noch einmal erläutern. Für die Grünen als erster Redner Tom Königs. Für den viele von uns demonstriert haben, ist leider nicht der einzige. Allein im Jahre 2014 hat der inzwischen gestorbene König 12 Enthauptungen genehmigt, und die sind auch durchgeführt worden. Der neue König schon 4. Und wie die durchgeführt werden worden sind, das haben wir in dem Internetbeitrag von ISIS gesehen. Nur dass die Fahne eine andere ist. Die Fahne des Bewahrers der heiligen Stätten ist das in Saudi-Arabien. Bei ISIS ist es die schwarze Fahne. Das ist in der Sache dasselbe. Raif Badawi ist bekannt. Und wie er gefoltert wird, und seine Strafe ist Folter, das ist der Tod auf Raten, 1000 Stockhiebe und 10 Jahre. Das haben die Saudis gesehen. Denn Saudi-Arabien ist ein Land, wo es die dritthöchste Dichte von Smartphones auf der Welt gibt. Das wird kommuniziert im Netz. Dieser Mord auf Raten. Und warum? Weil er angeblich den Prophet beleidigt habe. Denn er hat gesagt, alle Menschen sind gleich viel wert. Muslime, Juden und Christen. Das ist aber nur wörtlich der Artikel 1 der Universellen Erklärung der Menschenrechte. Und außerdem hat er sich lustig gemacht über die Tugendwärter, Mutawa genannt, die nämlich darauf geachtet haben, dass der Valentinstag in Saudi-Arabien nicht mit Schokolade und Blumen gefeiert werden. Und er hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch zu eurer Bereitschaft, allen Mitgliedern der saudischen Öffentlichkeit einen Platz im Paradies zu sichern. Das verbietet die Freiheit in Saudi-Arabien. Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen haben Saudi-Arabien auf den Platz 174 von 180 Ländern gesetzt. Da ist dann nur noch Nordkorea. Am 11.01. in Paris ist seine Exzellenz Dr. Nisa bin Obaid Madani, der Vizeaußenminister von Saudi-Arabien, mit vielen Staatschefs durch die Straßen gelaufen mit Je suis Charlie. Die Pressefreiheit ist nicht das einzige Menschenrecht, das in Saudi-Arabien mit Füßen getreten wird. Frauenrechte, politische Rechte, Ausbeutung von Gastarbeitern und so weiter. Mittelalterliche Zustände, beherrscht von einem Diktatorkönig. Zunächst der 90-Jährige wurde von dem inzwischen 79-Jährigen abgelöst. Der Altersdurchschnitt im Lande ist 30. Wenn es freie Wahlen geben würde in Saudi-Arabien, ich wage nicht zu schätzen, was da rauskäme. Vor 5 Jahren gab es eine Untersuchung, da wäre es Osama bin Laden gewesen, populärster Sohn des Landes. Dort wird Terror produziert, im Lande. Und das ist der geostrategische Stabilitätsanker des Westens. Die bilateralen Beziehungen zu Deutschland und Saudi-Arabien sind freundschaftlich und spannungsfrei, so die Website des Außenministers. Das Handelsvolumen beträgt 11 Milliarden. Deutschland pflegt wirtschaftliche Zusammenarbeit, pflegt staatliche Wirtschaftsförderung, Bürgschaften, Waffenexporte. Gleichzeitig macht das Auswärtige Amt einen Aktionsplan zur menschenrechtlichen Verantwortung der Unternehmen. Deutschland hofiert die königlichen Diktatoren. Zu den Trauerfeiern hat sie den Ex-Bundespräsidenten Wulff recycelt. Da wird gerade ein Held der Pressefreiheit mit einem neuen Amt versehen,
Wir erinnern uns, ruft den Chefredakteur an, das ist Krieg. Islam gehört zu Deutschland, Wolf gehört zu Saudi-Arabien. Und jetzt steht an, eine hochrangige Wirtschaftsdelegation, geführt vom Wirtschaftsminister Gabriel. Übrigens, der Satz, wo ihr jetzt lacht, der hätte mir in Saudi-Arabien 1000 Peitschenhiebe gebracht. Der Wirtschaftsminister reist mit einer hochrangigen Delegation und Ministerpräsidenten nach Saudi-Arabien. Ich frage, was wollen Sie da? Was sagen Sie da? Für was stehen Sie da? Für wen? Für mich nicht. Für die Bevölkerung auch nicht. Da gibt es eine Umfrage. 78% will das nicht. Für welche Reform stehen Sie, nachdem jahrelang, jahrzehntelang nichts passiert ist? Gehen Sie, wenn Sie da schon hingehen, zu den wenigen Demokraten. Gehen Sie zu den Writers in Prison. Gehen Sie in die Gefängnisse. Gehen Sie zu den Bloggern. Und gehen Sie zu den wenigen oder vielen, aber zu denen, die Sie erreichen, die unsere Werte vertreten. Denn da im Nahen Osten werden unsere Werte gegen die Werte von ISIS gesetzt. Da findet auch der ideologische Kampf statt. Und im allergrößten Notfall bieten Sie den Leuten Asyl an. Und zwar, wenn Sie sich in der Botschaft in Riad bei Deutschland melden. Und bieten Sie das Raif Badawi an. Und sollte seine Exzellenz, die königliche Hoheit, Ihnen, Herr Gabriel, im Nebensatz anbieten, Ihren Raif Badawi können Sie mitnehmen. Vergessen Sie nicht, dass ein Anwalt auch im Gefängnis sitzt. Tom Königs war das für die Bündnisgrünen, die hier einen Antrag vorgelegt haben und fordern, dass der Blogger sofort freigelassen wird. Jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung über die Ausbildungsmission im Nordirak. Über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung, Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte, Drucksachen 18, 35, 61 und 18, 38, 57. Abgegebene Stimmen 590. Mit Ja haben gestimmt 457. Mit Nein haben gestimmt 79. Enthaltungen 54. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Wir fahren jetzt fort in der Beratung. Ja, das war der Nachtrag, wie gesagt, zur Ausbildungsmission, die hier mit der großen Mehrheit des Hauses beschlossen wurde und im Februar dann starten soll. Jetzt weiter hier in der Aussprache zur Menschenrechtslage in Saudi-Arabien mit Frank Heinrich, dem Obmann im Ausschuss für Menschenrechte für die CDU-CSU-Fraktion. Vertreter von Menschenrechtsorganisationen. Bevor ich zum Thema komme, möchte ich auch von hier aus den Bürgern und Bürgerinnen von Saudi-Arabien zum Tod des Königs Abdallah am 23. kondolieren. Und auf der zweiten Seite natürlich auch Glückwünsche an den neuen König Salman aussprechen. Das ist unter anderem auch deswegen natürlich ein guter Zeitpunkt, darüber zu diskutieren. Denn am Anfang einer Regierungszeit lassen sich Zeichen setzen von ihm. Und das wird heute hier angesprochen. Herr König, Sie haben das sehr deutlich gemacht. Als auch von uns von außen. König Abdallah sah die Förderung der Menschenrechte als wichtigen Teil seiner Reformpolitik, vor allem in den Bereichen Bildung, Justiz und Frauenrechte. So kündigte er im September 2011 die Einführung des aktiven und passiven Frauenwahlrechts bei den Kommunalwahlen 2015, also in diesem Jahr an. Wir wünschen, und ich denke damit bin ich mit Ihnen allen einig, wir fordern von Saudi-Arabien unter dem neuen König, diese angekündigten Reformen umzusetzen, sie weiterzuführen, Menschenrechte ernst zu nehmen und zu garantieren. Um ein positives Beispiel fortzusetzen, fordern wir von hier aus die Freilassung des Raif Badawi. Anlass der heutigen Debatte der Anträge von den Grünen, Bündnis 90 Die Grünen und von den Linken. Im Juni 2012 wurde dieser als Blogger, Internetaktivist Raif Badawi wegen Beleidigung des Islams, wir haben es gerade gehört, im November letzten Jahres verurteilt zu einer 10-jährigen Gefängnisstrafe
einer Geldstrafe und zu den genannten 1.000 Stock- und Peitschenhieben. Nachdem die erste Einheit von 50 Peitschenhieben in Öffentlichkeit am 9. Januar öffentlich vollstreckt wurde, ist die weitere Vollstreckung aufgrund von nicht verheilenden Wunden und aufgrund von internationalen Protesten, wie die Ehefrau Badawis gegenüber einer deutschen Zeitung bestätigt hat, momentan zumindest ausgesetzt. Bundestagspräsident Norbert Lammert sagte, und das fand ich bemerkenswert, und da bin ich ihm sehr dankbar, heute vor 14 Tagen hier in der Rede, als wir debattiert haben, auch über die Attentate und die Reaktionen von Paris, wem unter den Muslimen über rhetorische Floskeln hinaus tatsächlich an Aufklärung gelegen ist, der müsse sich als Muslim mit der Frage auseinandersetzen, warum immer noch im Namen Allahs Menschen verfolgt, drangsaliert und getötet werden. Auch mit staatlicher Autorität werden im Namen Gottes gegen Mindeststandards der Menschlichkeit verstoßen. Saudi-Arabien hat das Attentat, wie wir eben gehört haben, in Paris als feigen Terrorakt verurteilt, der gegen den wahren Islam verstößt und zwei Tage später den Blogger Raif Badawi in Jeddah öffentlich auspeitschen lassen. Menschenrechtsverletzungen sind in Saudi-Arabien an der Tagesordnung. Wir haben es gerade gehört, das ist kein Einzelfall. Die Behörden schränken die Rechte auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit empfindlich ein durch Gesetze 2012. Andersdenkende werden rücksichtslos unterdrückt. Regierungskritiker, politische Aktivisten befanden sich ohne Anklageerhebung in Haft oder wurden äußerst unfairen Verfahren ausgesetzt und verurteilt. Im Alltag, auch durch Gesetze, wird diskriminiert. Um einige Beispiele zu nennen, die Todesstrafe wurde 2013 mindestens, zumindest nach außen bekannt, 79 Mal vollstreckt. Körperstrafen wie Auspeitschen und Stockhiebe, wie in diesem Fall, regelmäßig vollzogen. Dissidenten werden inhaftiert, Geständnisse erzwungen. Frauen werden wesentliche Menschenrechte vorenthalten. Minderjährige Mädchen zwangsverheiratet. Freie Meinungsäußerung ist nur teilweise möglich. Öffentliche Religionsausübung für nicht-muslimische Religionen verboten. Das heißt, es ist lebensgefährlich, mit einem heiligen Buch der Christen in der Stadt offen herumzulaufen. Die schiitische Minderheit im Osten des Landes wird diskriminiert. Und ausländische Arbeitnehmer, und ich könnte diese Reihe noch fortsetzen, können ihre Rechte häufig nicht durchsetzen und so weiter. Auf der anderen Seite, Sie haben das sehr laut gesagt und auch kritisch, Herr Kollege Königs, auf der anderen Seite ist Saudi-Arabien ein wichtiger Partner von Deutschland. Wie hoch, das muss man natürlich miteinander reden, aber auf der einen Seite Wirtschaftspartner, und das geht dabei nicht nur um Rüstungsgüter. Nach den USA und China ist die BRD drittgrößtes Lieferland. Verschiedenste Wirtschaftsfelder, Maschinenbau, Eisenbahn. Das bilaterale Handelsvolumen hat 11 Milliarden Euro. Und dazu kommt internationale Zusammenarbeit, Entwicklungszusammenarbeit, die wir mit diesem Land und teilweise über und mit der GIZ, die seit 1980 in Saudi-Arabien und über Saudi-Arabien hinweg tätig ist, damals noch unter dem Namen GTZ. Berufliche Bildung, Gesundheitswesen, Infrastruktur, biologische Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Lebensmittelsicherheit sind etwa die Hälfte der Stichwörter, die man dazu nennen müsste. Eine wichtige Säule, zum Beispiel diese Entwicklungszusammenarbeit mit Saudi-Arabien, ist Dreieckskooperation, in denen die GIZ saudische Entwicklungsprojekte in Drittländern als Durchführungsorganisation abwickelt. So führt die GIZ im Auftrag des Saudi Fund for Development ein Brunnenbauprogramm in 12 Ländern Afrikas durch, im Moment in der vierten Phase. Der Außenminister Steinmeier hat dieses wahhabitische Königreich gleichzeitig auch als wichtigen Verbündeten im Kampf gegen die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat bezeichnet. Gerade von einem solchen Partner, und deshalb habe ich das so ausführlich betont, gerade von einem solchen Partner müssen wir die Achtung der Menschenrechte fördern, einfordern. Wenn Saudi-Arabien einen exponierten Platz in der Weltgemeinschaft einnehmen will, und das wollen sie und das sollen sie auch haben können, dann muss es auf die Grundlage dessen, auf der wir hier stehen, auf der Grundlage der Menschenrechte passieren. Sie müssen geachtet, respektiert und durchgesetzt werden.
Daher begrüße ich die Stellungnahme der Bundesregierung. Ebenfalls der Außenminister hat da Folgendes gesagt. Er hat die Prügelstrafe für diesen saudischen Blogger verurteilt. Er sagte, dass die Regierung alles tun werde, um eine Lösung zu finden. Die Auspeitschung des 30-Jährigen sei grausam, falsch, ungerecht und völlig unverhältnismäßig. Die Bundesregierung werde weiterhin alles tun, was möglich ist, um eine Lösung zu befördern. Unabhängig vom Fall des Bloggers spiele das Thema Menschenrechte in all diesen Gesprächen, und da sind viele, wenn es um so viel Geld und um so viele verschiedene Projekte geht, mit den Verantwortlichen in Riad eine wichtige Rolle, versicherte Steinmeier. Heute in der Tageszeitung Zeit: Ensaf Haidar, die Ehefrau des Bloggers Raif Badawi, von dem wir heute hier reden. Ich zitiere: Deutschland könnte seinen Einfluss aber weiter geltend machen und seine Stärke für meinen Mann und die Menschenrechte einsetzen. Und diesen Auftrag wollen wir gerne annehmen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Frank Heinrich war das, der Obmann im Ausschuss für Menschenrechte für die CDU-CSU-Fraktion. Und ihm folgt jetzt Inge Höger für die Linksfraktion, die Sprecherin für Abrüstungspolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei den Solidaritätskundgebungen nach den Attentaten in Paris war die saudische Regierung mit einem Vertreter präsent. Das wurde hier schon erwähnt. Nur zwei Tage nach diesen Bluttaten ließ die saudische Justiz den ersten Teil der Prügelstrafe gegen den kritischen Blogger Raif Badawi vollziehen. So viel Heuchelei und Doppelmoral ist kaum zu überbieten. Außer vielleicht von den westlichen Staaten, für die Saudi-Arabien ein wichtiger Verbündeter ist und die dieses Land mit allem ausstatten, was für den Machterhalt nötig ist. Um es klar zu sagen, 1000 Peitschenhiebe sind nichts anderes als Folter und wahrscheinlich die Todesstrafe auf Raten. Diese barbarische Praxis muss ein Ende haben. Das gilt für Raif Badawi, aber auch für alle anderen, die in Saudi-Arabien zu unmenschlichen Strafen verurteilt werden. Wenn die Bundesregierung Menschenrechte in der Außenpolitik tatsächlich ernst nehmen will und wenn sie Raif Badawi beispielhaft helfen will, dann gibt es hierfür eine Reihe von ganz konkreten Schritten, die möglich und nötig wären. Sowohl der Antrag der Grünen als auch unserer nennt dafür Beispiele. Es fängt an bei Botschafterbesuchen im Gefängnis über die Entsendung einer hochrangigen Delegation bis zur Ermöglichung von Asyl in Deutschland. Ich fordere die Bundesregierung auf, hier tätig zu werden. Allerdings darf neben dem Entsetzen über das Schicksal dieses Bloggers nicht vergessen werden, dass es kein Einzelfall ist. Das saudische Justizsystem operiert generell weit jenseits rechtsstaatlicher und menschenrechtlicher Standards. Allein im letzten Jahr wurden 87 Menschen in Saudi-Arabien hingerichtet. Es ist kaum möglich, einen angemessenen Rechtsbeistand in Verfahren zu bekommen. Anwälte geraten meist selbst ins Visier der Justiz. Auch der Anwalt von Raif Badawi wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Auch er braucht unsere Hilfe. Solange das Justizsystem in Saudi-Arabien nicht grundlegend geändert ist, wird es nicht akzeptabel, das saudische Unterdrückungssystem auch noch durch den Verkauf deutscher Überwachungstechnik und die Entsendung deutscher Soldaten und Polizisten zu stabilisieren. Die Gewerkschaft der Polizei hat sich sehr deutlich zu Wort gemeldet. Sie hat dagegen protestiert, dass deutsche Polizei in einer, Zitat, undurchsichtigen Gemengelage politischer und wirtschaftlicher Interessen eingesetzt wird. Diesem Protest kann ich mich nur anschließen. Die Sicherheitskooperation mit Saudi-Arabien muss umgehend gestoppt werden. Das gilt für die polizeiliche, die geheimdienstliche und die militärische Zusammenarbeit. Ich freue mich, wenn das, was in den Medien zu lesen war, tatsächlich stimmt, dass in der jüngsten Sitzung des Bundessicherheitsrates beschlossen worden ist, keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien zu liefern. Es wäre ein wichtiger Schritt, zukünftig auf die Lieferung von Waffen nach Saudi-Arabien zu verzichten.
Die Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel kommentierte diese Berichte über einen möglichen Kurswechsel wie folgt. Wer dem Frieden dienen und Menschenrechte achten will, darf keine Rüstungsgüter und insbesondere keine Kleinwaffen von Heckler und Koch mehr an Diktatoren und kriegsführende Staaten liefern. Allerdings verweigerte die Bundesregierung gestern in der Fragestunde Antworten zu der weiteren Praxis von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Deshalb bleibt zu befürchten, dass es hier nicht zu einer wirklichen Kursänderung gekommen ist. Ich befürchte, dass nur gewartet wird, bis das öffentliche Interesse etwas erlahmt, um dann wieder ungebremst Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien machen zu können. Waffenlieferungen bringen jedoch weder Stabilität noch Frieden, nicht im Inneren eines Landes und auch nicht nach außen. Beenden Sie die Waffenlieferungen vollständig und dauerhaft. Lassen Sie mich abschließend noch auf ein anderes großes und sehr grundsätzliches Problem hinweisen. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz in der UN-Menschenrechtskommission. Der Kampf für Menschenrechte ist jedoch nur dann glaubwürdig, wenn er auch Selbstkritik beinhaltet, wenn auch im eigenen Land die Menschenrechte beachtet werden und dafür die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Und genau hier droht Deutschland eine gigantische Blamage. Wenn das Deutsche Institut für Menschenrechte nicht bis März eine gesetzliche Grundlage erhält, die seine Unabhängigkeit sichert, dann wird Deutschland vom UN-Akkreditierungsausschuss der sogenannte A-Status aberkannt. Dadurch würde Deutschland wichtige Einflusskanäle verlieren. Es würde aber vor dem globalen Kampf für Menschenrechte massiv schaden, wenn hier offensichtlich Angst davor herrscht, auch die Menschenrechte im eigenen Land kritisch untersuchen zu lassen. Lassen Sie uns deswegen gemeinsam für eine glaubwürdige Menschenrechtspolitik eintreten. Wir kämpfen für die Rechte von Bloggern wie Raif Badawi und genauso für die Menschenrechte in allen Regionen der Welt. Wir dürfen dabei auch nie die Hausaufgaben, die Beachtung der Menschenrechte im eigenen Land vernachlässigen. Lassen Sie uns die Menschenrechte immer und überall verteidigen. Inge Höger war das für die Linksfraktion. Ja, flankierend hier zur Bundestagssitzung gab es heute auch eine Aktion von Amnesty International hier in Berlin vor der saudi-arabischen Botschaft. Auch dort wurde demonstriert und gegen die Bestrafung des Bloggers Badawi sich ausgesprochen. Es wurden Unterschriften und Briefe für seine Freilassung in der Botschaft überreicht. Jetzt hier weiter in der Aussprache mit Ute Fink-Krämer für die SPD-Fraktion. War also schon Mitglied der Vereinten Nationen, als 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Grundsatzdokument der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Saudi-Arabien hat sich damals enthalten, und zwar nicht wegen der Menschenrechte, um die es jetzt im Augenblick im Fall von Raif Badawi und seinem Anwalt und vielen anderen geht, nämlich den Menschenrechten, wo es um das Verbot grausamer Strafen geht oder um die Meinungsfreiheit, sondern aus zwei anderen Gründen. Sie hatten Bedenken angemeldet wegen der Religionsfreiheit, die drin steht, und wegen der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Bezug auf die Ehe. Das heißt, in Saudi-Arabien hat sich etwas verschlimmert seit 1948. Und genauso als dann der Zivilpakt, der die wichtigen Artikel der Menschenrechtserklärung für die persönlichen Freiheitsrechte in einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag gegossen hat, als der verabschiedet wurde, hat Saudi-Arabien bis heute diesen Zivilpakt weder ratifiziert noch in anderer Weise völkerrechtlich verbindlich anerkannt. Dies ist auch ein echter Ausnahmebestand, denn von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben immerhin 168 den Zivilpakt unterzeichnet und ratifiziert. Frau Höger, in einem Punkt bin ich mit Ihnen einer Meinung. Ich hoffe sehr, dass sich die Presseinformationen, die wir in den letzten Tagen lesen konnten, dass nämlich Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien bis auf Weiteres gestoppt sind, als wahr erweisen. Was wir nachweisen können, ist, dass im ersten Halbjahr 2014
wesentlich weniger Waffen nach Saudi-Arabien exportiert wurden als in den Jahren davor. Insofern hoffe ich, dass wir dort den Anfang eines Trends sehen, in dem, was im ersten Halbjahr genehmigt wurde, und dass dieser Trend weitergeht in der Richtung, die Sie skizziert haben. Es wurde bereits erwähnt, dass wir in Bezug auf Saudi-Arabien es nicht nur mit Einzelfällen zu tun haben, sondern mit einer ganzen Serie von Verurteilungen von Menschen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen haben. Wir haben auch schon gehört, wie jung die Bevölkerung im Schnitt ist. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Keul? Ja, gerne. Katja Keul fragt für die Bündnisgrünen. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade gesagt, es sei deutlich, dass 2014 bereits weniger an Saudi-Arabien geliefert worden ist als in den Jahren zuvor. Nun liegt uns ja der Rüstungsexportbericht für 2014 noch gar nicht vor. Und wir alles, was wir haben, sind einzelne Erklärungen über erteilte Genehmigungen im Sicherheitsrat, die aber keinesfalls vollständig sind. Die ministeriellen Genehmigungen sind nicht dabei. Was das BAFA genehmigt hat, wissen wir nicht. Deswegen frage ich Sie, woher haben Sie diese Informationen? Ich habe über das erste Halbjahr 2014 gesprochen und dafür liegt ein Zwischenbericht vor. Ja, ich komme zurück auf das Rechtssystem von Saudi-Arabien. Wir haben eine Zunahme seit 2011 von Zensur, von Einschüchterungsmaßnahmen, von Festnahmen für politische Meinungsäußerungen, und das in einem Land, wo ein Großteil der Bevölkerung unter 25 Jahren alt ist. Das heißt, so wie in anderen Ländern auch, wie in unserem Land auch, Internet nutzt, zum Teil blockt, zum Teil bei Facebook Einträge macht und so weiter. Und ich habe mich zwischendurch auch mal gefragt, wie viel von uns eigentlich den Mut hätten, angesichts der drakonischen Strafen, die dort zum Teil für Meinungsäußerungen erteilt werden, ihre Meinung so frei zu äußern, wie das Raif Badawi getan hat. Ein Punkt noch, der für die weitere Diskussion vielleicht auch noch mal wichtig ist: die drakonischen Strafen, die Unrechtstatbestände, die in Saudi-Arabien im Augenblick uns zu Recht so empören, sind größtenteils Dinge, die in unserer eigenen Vergangenheit in Deutschland früher auch üblich waren. Das geht bis hin dazu, dass in Saudi-Arabien bis heute Menschen wegen Hexerei verurteilt werden. Etwas, was in Deutschland zum letzten Mal im 18. Jahrhundert vorgekommen ist. Die Hoffnung, die wir haben, und Herr Heinrich hatte erwähnt, dass es an manchen Stellen ganz winzige Fortschritte gibt, ist, dass Saudi-Arabien genauso wie das Deutschland und viele andere Länder der Welt auch getan haben, in den letzten Jahrzehnten, zum Teil sogar Jahrhunderten, dass bestimmte Strafen, dass bestimmte Rechtssysteme eben ja, nicht menschenwürdig sind, nicht aufrechterhalten werden sollten, dass Saudi-Arabien auf diesem Weg auch weitergeht und in die gleiche Richtung sich entwickelt wie fast alle Länder der Welt, die eben den Zivilpakt und den Sozialpakt unterschrieben und damit die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen rechtsverbindlich in ihren Ländern gemacht haben. Dankeschön. Ute Fink-Kremer war das für die SPD-Fraktion. Und ihr folgt jetzt Volker Ulrich. Er ist Mitglied im Rechtsausschuss und sitzt dort für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Schicksal von Raif Badawi bewegt die Welt. Seine Verurteilung und Bestrafung lösen Wut und Empörung aus. Ihm gehört unsere Solidarität und Unterstützung. Seine Geschichte ist aufrüttelnd, weil sie aufzeigt, wie zerbrechlich die Freiheit sein kann und wie mutig und verzweifelt Menschen wie Raif Badawi
in so vielen Teilen der Welt für ihr Recht kämpfen, ihre Meinung frei äußern zu dürfen. Raif Badawi ist ein mutiger Mann mit einer klaren Haltung und starken Werten. Er gründete das Forum Saudische Liberale, um eine, wie ich meine, sehr notwendige und richtige Debatte über das Verhältnis zwischen Religion und Staat in Saudi-Arabien zu führen. Sein angebliches Vergehen bestand in der Forderung nach der Gleichwertigkeit von Christen, Juden, Moslems und Atheisten. Dafür wurde er bestraft. Damit ist in aller Deutlichkeit zu sagen, Saudi-Arabien pervertiert eine unumstößliche Wahrheit zum Verbrechen. Und es gibt keine Gründe, die die Strafe für Badawi erklären oder rechtfertigen könnten. Sie ist als das zu bezeichnen, was sie ist: grausame Folter. Jeder der bereits 50 verabreichten Peitschenhiebe ist auch ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die sich für die Freiheit und die Würde des Menschen einsetzen. Unverständlich und zynisch ist es, dass in diesem Zusammenhang der Vertreter Saudi-Arabiens in Paris für Meinungsfreiheit demonstriert, wenn in der gleichen Woche Raif Badawi ausgepeitscht wird. Der Protest gegen diesen Akt der Barbarei ist aber in Teilen erfolgreich. Ohne den Protest wären vermutlich weitere Auspeitschungen vollstreckt worden. Und damit gilt auch der Dank an die Bundesregierung und unseren Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, der den deutlichen Protest und die klare Haltung Deutschlands zum Ausdruck gebracht hat. Das ist ein gutes und entscheidendes Zeichen. Wichtig ist aber auch für Raif Badawi und auch für den ebenfalls verurteilten Rechtsanwalt Walid Abu Al-Khair kann es nur einen Weg geben, den Weg der sofortigen Begnadigung und Freilassung. Raif Badawi und Walid Abu Al-Khair sind aber nur zwei aufrüttelnde Beispiele für die insgesamt erschütternde Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien. Menschen werden auf offener Straße geköpft. Gliedmaßen werden amputiert, Frauen unterdrückt, Homosexuelle verfolgt und die Äußerung von kritischen Gedanken hart bestraft. Ja, wie Volker Ulrich hier haben auch alle Redner vor ihm die Verurteilung und Bestrafung des saudischen Bloggers Badawi kritisiert und haben hier betont in dieser Aussprache, dass sie sich weiter für dessen Freilassung einsetzen werden.